Wie bist du überhaupt drauf gekommen zu tanzen? Eigentlich Zufall. Ich war 14 und ich wollte mehr Sport machen. Mhm. Und in Brüssel gab es eine Schule oder Sport dran. Und dann habe ich die Liste bekommen mit allen möglichen Sport. Mhm. Tennis, Fußball, alles. Mhm. Und da war auch Ballett. Aus irgendeinem Grund habe ich einfach Ballett ausgesucht. Und mein Vater auch, ganz sicher. Ja, und ich frage mich immer noch, woher das kam. Ja. Und dann fandst du es aber offensichtlich dann so toll, dass du... Ja, ja, am Anfang, das war mir so eine Art physisch so Sport, aber ja, sehr schnell habe ich auch verstanden, dass es auch um Kunst geht und, mhm, und nicht nur mhm, zum Körper. Und das hat über die Zeit dann mich auch gefangen. Das heißt, du bist auch jeden Tag motiviert? Ja, weil man findet einfach die Möglichkeit, sich auszudrücken, entweder körperlich oder mit mhm, Formen oder mit... Mhm. Oder auch mit Emotionen, weil sehr früh, sehr schnell kommen auch Emotionen rein. Es gibt nicht nur Bewegen, sondern auch ein bisschen inspiriert sein, um jeden Tag so hier rein frisch und bereit zu sein. Weil nur Körper, nur physisch, nur technische Übungen, das macht auch nicht so viel Spaß. Aber nur zu wissen, dass wir Teil im kreativen Prozess sind. Und wir bauen was zusammen. Immerhin jedes Mal, das ist so ein Bogen, so ein Prozess, das dauert 2 Monate, vielleicht 6 Wochen. Wir fangen hier mit Proben an, im Ballettsaal. Da wird auch viel experimentiert. Und dann haben wir unsere Premiere, dann kommen 10, 20 Vorstellungen und dann fangen wir wieder an mit neuen Produktionen. Kannst du vielleicht einfach mal ein bisschen erzählen, wie sieht so ein normaler Tag bei euch aus? Bei der Arbeit. Bei der Arbeit? Obwohl, es ist keine Arbeit bei uns, ich dachte so. Ja, ach, Moment, das ist auch interessant. Du würdest sagen, was ihr macht, ist keine Arbeit? Ja, ich denke nicht auf und dann gehe ich zur Arbeit. Nächstes. Mhm. Ja, und zum Ablauf? Ja. Ja, wir haben so jeden Tag dann auch mit dem Training an. Wir mhm, haben ein Training eineinhalb Stunden. Und oft ist so klassisches Tanz- und Balletttraining, mhm, weil das sind ganz kompakte Strukturen und das sind viele Übungen, die sehr gut ausgedacht sind, um das und das und das zu entwickeln oder zu behalten. Und dann geht es direkt um die Proben. Wir haben so 2 Blöcke, so mal Vormittag, mal Nachmittag mit Proben und das ist ja eine tägliche Struktur, aber es gibt auch diese Bogen, wo wir an einem Prozess teilnehmen. Dann ist der Bogen, wie man den Arbeitsplan sieht mhm, auch so aus, aber die Spannung ist anders, weil wir haben auch manchmal Aufführungen oft am Wochenende. Das klingt nach sehr viel Zeit, die du mit Tanzen verbringst, mit ja, Training verbringst und wie kriegt man das alles zeitlich unter einen Hut? Ja, ja, ist man Meister der Organisation? Man ist nicht Meister, man bekommt oder man wird zum Meister der Organisation, weil anders geht es nicht. Ja. Wenn es um Improvisieren geht, du bist ja in der Gruppe. Kann wirklich in dem Moment dann jeder gerade machen, was er denkt? Ja, wir arbeiten auch viel mit Improvisation und an Improvisation und es gibt auch viel zu üben. Mhm. Nicht nur alle Fenster und Tür aufmachen und mal sehen, was kommt. Nee, es gibt schon so Regeln oder ja, um die Struktur, um die Choreografie zu arbeiten, dass die fest ist. Und es gibt auch viel um Entscheiden, zum Beispiel im Raum, mit jemandem oder zur Musik. Alle Informationen, die im Raum stehen, die sind zum Greifen und zum Mitnehmen und zu verarbeiten und dann entweder reagieren wir oder nicht. Oder und das ist auch schön, wenn man ganz frei und offen ist, einfach das alles wahrzunehmen und damit zu arbeiten und nicht nur von mir, ja, ich müsste mich so fühlen und das machen, aber auch offen sein für den Raum. Weil dann die Zuschauer, die das von außen sehen, die verstehen auch, woher die Informationen kommen. Jetzt tanzt du nicht nur, sondern du choreografierst auch. Inwieweit ist das denn jetzt anders als selbst da auf der Bühne zu sein? Oder choreografierst du und tanzt auch mit? Geht das auch? Das geht auch und das mache ich auch. Manchmal zu viel, die Leute sagen, okay, nimm mal eine Pause, steh mal vor und dann kannst du ja, deine Arbeit von außen ja, sehen. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass ich choreografiere auch nicht für mich, aber weil ich auch da was zu sagen habe mhm, und auch wie ich das so gerne hätte. Ich bin eigentlich der Beste, das machen kann. Und oh, schwer. Ja, ja, ja. Mhm. Und das ist, aber muss man schon dieses Ego ein bisschen so aufmachen und auch nur, oh, ich sehe die Sachen so und ich hätte Dinge so. Aber es geht auch um Vermitteln und mit anderen zu arbeiten, auch wieder offen zu sein. Es geht nicht nur um Druck zu machen und so was rauszuholen und zu bekommen, aber
wem auch man mit anderen Leuten umgeht. Es muss doch dann auch darum gehen, dass irgendeiner jetzt sagt, ich habe die Idee, ich mache es so. Ja. Und du vielleicht auch mal zulassen musst, dass es einfach gut ist. Ja, ja, genau, ja, ja, schon. Mhm. Und das macht auch die Arbeit interessant, weil wenn alles nur von einer Person rauskommt, dann wird es ja eine Richtung sein. Aber wenn auch in der Arbeit zwischen verschiedene Konstellationen ist, und es gefällt und es klappt oder es passt, dann ist es auch schön und fühlt man sich auch gut, das einfach als so dabei zu sein. Wie ist das mit dem Tanzen generell? Spürt man das auch, ob man es irgendwie hat oder ob man es nicht hat? Ich meine, den Beruf ist so hart, dann glaube ich, niemand wird es machen, wenn es gar nicht gefällt. Und Tänzer generell, ihr habt natürlich einen Beruf, wo man wahrscheinlich weiß, mit Mitte 30 muss ich mir langsam überlegen, was kommt jetzt. Unsere Karriere ist kurz, aber sehr intensiv, auch an Emotionen und körperlicher Anstrengung und so. Aber wir wissen, das ist da, das hängt in der Luft, dass irgendwann so eine andere Phase geben muss. Wir möchten auch jeden Minuten zu 100% genießen und alles immer was Neues und wir sind immer am Lernen eigentlich. Was würdest du sagen, was ist wichtig, worauf muss man achten? Ja, einfach sich selbst zuhören oder hören zu können und auch, wie ich sagte, immer wissen oder nicht wissen, aber immer schauen, wo man steht, auch in seiner Umgebung, wie sind die Verhältnisse mit anderen Leuten umherum. Dass man auch da einfach so ein gutes Punkt für sich selbst findet. Und es geht auch um, ja, wie beim Tanzen, um offen zu bleiben und immer offen auf alle Informationen, die da umherum sind. Ja, es geht viel um Teilen und Mitteilen. So. Der Adam Sterder arbeitet jetzt mit mir.